Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Elbo und wir spielen weiter Palia. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Also wie ihr seht, ich habe hier die Schmelzen eigentlich aufgewertet. Ach nee, die Schmelzen habe ich gar nicht aufgewertet. Ich habe hier die Sägewerke aufgewertet und auch zusätzlich gleich eine zweite gebaut und die auch gleich aufgewertet. Ein bisschen Farming betrieben. Ich habe in der Zwischenzeit ziemlich viel schon gemacht. Alles, was so ein bisschen Farming angeht, das ganze Aufwerten von den Werkzeugen, von der Spitzhacke, von der Spitzhacke, Hacke, die Axt und hier auch die Gießkanne. Alles so ein bisschen gemacht. Wie gesagt, hier ein bisschen angepflanzt, so noch ein bisschen gegrindet, geguckt, gemacht, getan. Achso, genau. Bevor ich es vergesse, hier natürlich auch gleich den Webstuhl, beziehungsweise zwei Webstühle. Ich bin auch fleißig die ganze Zeit dabei, hier immer ein bisschen was reinzuschmeißen. Zwei Lagerfeuer sind dazu gekommen. Ach, hier wollte ich gar nicht rein, ich wollte hier hinten zu den Sammler. Den Herd, die Anrichte hier und den anderen hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt gehabt. Ob wir die jetzt schon hatten, ich weiß es gar nicht. Die Sammler hier, beziehungsweise die Saatgutmacher. Hier mache ich auch die ganze Zeit schon ganz gut. Chicorée, die ganze Zeit ist doch Chicorée, oder? Nee, Chinakohl. Chinakohl mache ich die ganze Zeit schon, dass das da reinkommt und hier nochmal Reis. Dann habe ich hier auf der Fläche einfach mal testweise, weil mir das irgendwie so vorgekommen ist, als ob immer wieder neue Bäume und Steine spawnen, hatte ich jetzt so vor 2-3 Tagen das einfach mal alles weggenommen und geguckt und es ist nichts dazu gekommen, also von daher erstmal alles tipptopp. Achso, wir müssen gleich anpflanzen noch den Rest. Erstmal alles hier rein. Was hatte ich noch gemacht? Ein bisschen jagen war ich. Deswegen habe ich jetzt auch so viel Fleisch bekommen. Dann hatte ich schon mal ein bisschen was gekocht. Mich verkauft mit der Genehmigung. Eigentlich wollte ich, dass ich was anderes herstellen kann. Eine andere Produktion, sag ich jetzt mal. Also die... sowas hier wie der Webstuhl. Oder halt auch noch eine neue Schmelze und das Sägewerk, dass ich das stellen kann. Und da hatte ich mich halt verdrückt. Ja, passiert. Ist jetzt nicht weiter so schlimm. Und jetzt bin ich halt dabei, immer alles hier so ein bisschen mit anzupflanzen, zu machen und zu tun. Da war ich ziemlich viel auch mit dem Farm unterwegs und habe auch ziemlich viel schon gemacht. Und wie ihr seht, natürlich die Gießkanne ist halt echt genial, weil die schon vorgießt. Also hat halt einen größeren Umkreis. Jetzt müssen wir die halt dann bloß noch richtig doll aufleveln. Sag ich jetzt mal, brauchen auf jeden Fall auch noch ein zweites, noch ein fünftes Feld. Fünftes? Ne, wir haben jetzt fünf, oder? 1, 2, 3, 4, genau 5. Ich will es ein bisschen symmetrisch haben, also bräuchten wir noch ein Feld, auf jeden Fall. Hm. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob ich das jetzt schon hole oder dann erst später. Ich weiß auch nicht, ob man die Samensammler noch aufwerten kann. Natürlich ist es genau jetzt leer. Dementsprechend müssen wir da einfach mal gucken, wie das dann da alles abläuft. Wie ihr an der Seite seht, ich habe nicht weiter gequestet. Ich hatte bloß die Spieleranfragen gemacht, die Wochenanfragen von den NPCs. Was hatte ich noch gemacht? Ziemlich viel gefarmt. Dementsprechend ist auch Splintholz mit bei rumgekommen heute Morgen. Wo ist es jetzt? Splintholz. Ach, schade ist, dass man da oben nicht scrollen kann. Hier, Splintholz. Strömungsholz. Oh, Splintholz war ja das andere. Wir brauchen auf jeden Fall gleich Splintholzbretter. Damit wir uns den Gleiter holen können. Erstmal brauchen wir zwei davon. Zwei Stoff. Fünf hiervon. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Splintholzbretter. Drei. 1, 2, 3. Die holen wir dann auch, wie ihr gesehen habt. Ich habe 14.000 Gold. Hatte jetzt auch den Rucksack. Ne, den Rucksack hatten wir schon gemacht zusammen. Auf jeden Fall ein paar
Dings gekauft. Rezepte gekauft. Ziemlich viel auch hier, was alles angefallen ist an Edelsteinen und so weiter und so fort. Alles verkauft. Auch die China-Kohlsamen. Ich hatte irgendwie 200 China-Kohlsamen. Damit lässt sich halt wirklich echt gut Geld machen. Süßholz, einen Haufen gefunden. Heißt das süß? Nee, Süßblatt. Dass wir dann auch kochen können. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob ich dann immer alleine koche oder ob wir zusammen dann kochen. Hier diese Geweihe bekommen, dadurch, dass ich ziemlich viel gejagt hatte. Die Seide haben wir gefunden. Genau, auf der Switch hatte ich noch mal ein bisschen gespielt. Wenn einer weiß, wie man die verbinden kann, Switch und hier, Switch und Computer, das wäre halt echt cool. Weil dann könnte ich auf der Switch die ganze Zeit immer so ein bisschen farmen. Und auf der Switch ein bisschen farmen. Und hier den Rest machen, genau. Was hat noch angelegen? Ich habe mich gar nicht getraut, weiter mit den NPCs zu reden, wie ihr seht. Ich habe zwischenzeitlich einen Haufen gefunden. Irgendeinen Brief, wir können mal gucken. Questgegenstände. Genau, so ein Steinchen gefunden, ein großes Steinchen gefunden, glänzendes Steinchen gefunden, so einen mechanischen Fuß irgendwo gefunden, Brief und so weiter. Also ihr seht's, ich habe halt wirklich ein bisschen weitergemacht. Ich glaube, beim Bergbau 2 oder 3 Level, genauso wie beim Sammeln 2 oder 3 Level gemacht, Jagen wirklich 3, ich glaube auch so 2, 3 Level sogar. Und was war noch? Ja, Gartenbau auf jeden Fall ein bisschen. Das Kochen, dadurch, dass ich ganz viel gegrilltes Fleisch hergestellt habe. Huch, das sah jetzt aber komisch aus. Also halt einen Haufen gemacht nebenbei. Ziemlich viel gefarmt, wie gesagt. Also von daher, es war schon ganz gut. Und jetzt questen wir einfach mal eine ganze Runde. Make it quick. Du denkst, du bist bereit, die Geheimnisse zu lüften, die sich in diesen Folianten verbergen. Falsch gedacht. Ich bin auf der Suche nach Rezepten auf jeden Fall. Immer her damit. Red hat dich dazu angestiftet, nicht wahr? Der Junge macht alles, um sich vor seiner Strafe zu drücken. Ich habe die Flecken immer noch nicht von der Decke bekommen. Das hört sich nach Red an, ja. Er hat gesagt, dass es ihm leid tut. Nee, dass es ihm leid tut. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Scheibenkleister. Oh, na gut, du kannst dir ein Kochbuch nehmen, aber wirklich nur eins. Du findest es im Regal. Und wenn mir auch eine einzigartige Seite mit Tomatenflecken zurückgegeben wird, bedeutet das lebenslängliches Hausverbot für euch beide. Okay, aber ganz kurz noch plaudern. Hatte schon gesagt, was wir brauchen nach dem Frühstück, morgendliche Lesestunde. Okay, haben wir irgendwas? Nein, haben wir nicht. Oh. Wir gucken trotzdem einmal ganz fix, ob sie uns irgendwas gegeben hat. Ja, hier dieses Kone, dafür haben wir leider noch nichts. Die kenne ich gar nicht, oder? Eliosha. Hallöchen, Mensch, wie gefällt es dir im Dorf? Es ist hier schöner als in deinem unterirdischen Versteck. Unser Versteck ist nie unterirdisch. Hier oben ist alles super. Welches unterirdische Versteck? Was hast du da Blaues? Über unseren Köpfen? Was für ein blaues über unseren Köpfen? Hallo, wer bist du? Nee, welches unterirdische Versteck? Ich verstehe, du bist noch nicht bereit über deine Herkunft zu sprechen. Kannst du mir wenigstens eine Rückmeldung zu meiner Theorie geben? Ich wusste schon immer, dass die Menschen nicht wirklich ausgestorben sind. Sind sie auch nicht. Auch wenn es diese selbsternannten Wissenschaftler an der Akademie gern behaupten. Ausgestorben? Ihr Menschen wart viel zu fortschrittlich, um euch von so einer Kleinigkeit wie einem Asteroiden auslöschen zu lassen. Ich habe die Theorie, dass ihr all die Jahre unter der Erde gelebt habt und zu eurem Schutz in der uralten Schatzkammer eingeschlossen wart. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis ihr hervorkommt, strahlend und wunderbar wie ein Nachmittag in Bahari. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Woher weißt du denn das alles? Weißt du nicht mehr viel? Also kann schon sein, genau da so war's. Oder das kann noch nicht stimmen. Lass uns die Wahrheit gemeinsam herausfinden. Das kann nicht stimmen.
Moment, du willst mir wirklich helfen? Ja, warum nicht? Es ist schon lange her, dass ich nicht das einzige Mitglied im Club der paranormalen Kumpel bin. Geh mit metaphysischem Verstand durch die Welt, okay? So viele Leute bezeichnen mich als verrückt, nur weil ich nicht in ihr Schema passe. Das ist richtig. Ganz viele, die nicht ins Schema passen, werden halt immer. Wartet ganz kurz, so. Ihr werdet immer dazu gedrängt, ausgeschlossen zu werden oder ähnliches. Funktioniert einfach nicht. Wo ist sie? Iljuscha, was braucht die? Abenddämmerung. Haben wir einen? Ich glaube, wir haben sogar einen. Ich bin mir mal nicht sicher. Und wir sollen uns ein Kochbuch nehmen. Dessert? Nee. Schickimicki? Nee, wir nehmen doch lieber das Dessert. Genau. Okay, bei Haribucht müssen wir. Wir versuchen aber jetzt erstmal mit jedem zu reden, der hier uns unter die Flinte kommt, sage ich jetzt mal. Okay, was gibt's hier noch? Lederseite, irgendwelche Tapeten. Immer noch irgendwelche Tapetenrezepte. Kupfer aufbewahren. Okay. Aus Kupfer fast 800 Artikel. Du kannst 8 allgemeine auf. Boah. Das ist krass. 1250. Dann müssen wir mal gucken, dass wir ziemlich fix hier was zusammenkriegen. Tresoraufbewahrung. Fast 100 Gegenstände. Nee, das will ich nicht. 25.000 brauchen wir. Okay. Noch irgendwas, was wir dafür brauchen? Unzureichende Mittel. Okay. Gut, also müssen wir sparen bis auf 25.000. Ist auch schon mal gut zu wissen. Hat Seki irgendwie was im Shop? Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Nee, der hat nichts. Nichts, was mich interessiert. Einmal ganz fix plaudern. Nee. Ups. Ja, dass ich mich da immer noch verdrücke, das ist nervig. Auf jeden Fall den großen Rucksack auch, also brauchen wir schon 50.000. Also heißt das ganz viele Edelsteine farmen. Ah, da ist nichts drin, na gut. Gehen wir mal hier ins Gasthaus. Er ist nicht da, aber Red ist da. Gut. Hallo, bist du bereit, die Geschichte in größeren und besseren Behältnissen anbrennen zu lassen? Gerichte, nicht Geschichte. Dann habe ich genau das richtige Rezept für dich. Es ist ein kleines Familiengeheimnis. Na los, schau dir meine Waren an. Du willst es doch auch. Ich habe doch aber schon ganz viel gekauft bei dir. Was braucht man dafür? Benötigt Salz. Wir haben kein Salz. Und ich weiß auch nicht, wo wir Salz herbekommen. Also wenn jemand weiß, wo wir Salz herbekommen, immer her damit. Gewöhnlicher Ofen. Kannst du Vielzahl Rezepte paar Jahre backen. Ach so, cool. Der ist kostenlos. Natürlich nehmen wir den mit. Klassisches Steakgericht. Boah. Nehmen wir. Das Geld haben wir ja jetzt gerade. Und dann müsste ich dann doch nochmal ein bisschen dolle kochen. Ich habe die Suppe gekocht, auf jeden Fall. Eine eigene Gemüsesuppe, nicht schlecht. Du willst mir etwa den Titel Suppenchampion streitig machen? Noch mehr Rezepte? Nein. Nichts. Gut. Dann geht's weiter. Ich habe ein Kochbuch für Desserts mitgebracht. Offenbar hat da jemand Lust auf die raffinierten Dinger des Lebens. Und damit meine ich raffinierten Zucker. Stört es dich, wenn ich dich Schleckermaul nenne? Ja. Sag einfach nichts, du wirst sowieso nicht sein können. Oh, cool, okay. Ja, schön, dass er uns die Wahl lässt, wenigstens. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Hier hast du einen Schlüssel von meiner weltbekannten Gemüsesuppe. Eine Schüssel, okay. Als Symbol der ewigen Dankbarkeit. Okay, aus irgendwelchem Grund habe ich davon noch viel übrig. Ja, warum wohl? So, was willst du haben? Kein Wunder, dass ich bestimmt neues Essen muss, okay. Brauchst du irgendwas von uns? Nein, brauchst du nicht. Good talk. Schlecht. Gucken wir einmal ganz kurz. Red, wo ist er? Der dürfte ja eigentlich gar nichts mehr haben. Da ist Red. Red. Er hat mir immer noch nicht gesagt, was er gerne haben möchte. Oh, wo ist er hin?
manchmal ein wenig komisch. Rezepte. Gedämpfter Fisch, okay. Wir brauchen Bratöl und sowas. Ich weiß nur nicht, woher. 275 Fokuspunkte, also wir haben mal so oder so nicht so viel Fokuspunkte. Davon mal ganz abgesehen. Wir haben jetzt irgendwas um die 200, ja, 200 Fokuspunkte. Also, wir werden hier noch ein wenig verbleiben heute, um ganz einfach so viel wie es geht zu questen, um den Fokus dann auch hochzumachen. Ich habe diesen mechanischen Fuß gefunden. Nee, erstmal ist das dein Brief. Das ist extrem unwahrscheinlich, außer mein Gedächtnismodul ist beschädigt. Okay. Gut. Wir haben den Fuß gefunden. Das erklärt die ungewöhnliche Energie, die ich plötzlich wahrgenommen habe. Darf ich mir den näher ansehen? Natürlich. Verstehe, das Strömungsmuster war mir vertraut. Die Herkunft konnte ich nicht sicher wissen, ohne genauer hinzusehen. Dieses Gliedmaß gehört einem alten, mir befreundeten Galadur. Einer? Nein, einer hat zwei Füße. Du hast einen von den zwei vermissten Füßen eines anderen Galdur geborgen. Genau. Wie hat er sie verloren? Ich gehe den anderen suchen. Ach, der Arme. Der wurde wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Nehmen wir. Ich verstehe deine Aussage nicht. Ist das das, was die Menschen als Humor bezeichnen? Ja. Die meisten Galaduras werden aus natürlichen Materialien erschaffen, wie Holzstein und Lehm. Zusammengehalten werden wir von den Runen an unseren Köpfen. Was für eine Rune? Meint er das hier? Das sieht aus wie eine Rune. Oder ist er nicht am Kopf? Das sieht auch irgendwie nicht aus wie Lehm oder Stein. Holz. Na gut, okay, die Arme könnten aus Holz sein, aber sonst. Wenn unsere Runen beschädigt werden, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir die Verbindung zu unseren Gliedmaßen verlieren. Das kann dazu führen, dass wir nicht mehr nutzen können oder sie einfach auseinanderfallen. Im Falle meines alten Freundes war es so, dass irgendwann nach kurzer Zeit bei der Familie, der wir dienten, alle Gliedmaßen abfielen. Welche Familie war das? Habt ihr dieselbe eins? Eins sein? Eins sein? Eins sein, oder? Ist der tot? Ja, tot interessiert mich mehr. Nein, das ist er nicht. Oh. Wie tiefgründig auf jeden Fall. Das merke ich. Das ist ja voll cool. Ja, die Verbindung zwischen uns Galados reicht bis in unser tiefstes Innere. Meine Gina vergleicht das Verhältnis zwischen verbundenen Galados mit Galduas. Genau. Galdus mit dem von Zwillingsgeschwistern. Diese Verbindung überdauert Raum, Zeit, Welten und kann durch nichts getrennt werden. Okay, cool. Gemeinsam allein. Wir haben alle so eine Verbindung verdient. Ich hätte auch gern den Fuß eines Freundes. Natürlich hätten wir gerne den Fuß. Soweit ich weiß, ist das für Menschen nicht salonfähig, Gliedmaßen befreundeter Personen mit sich herumzutragen. Ich lasse mich aber gern auf eines Besseren belehren. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Danke, dass du den verloren gegangenen Fuß meines Freundes gefunden hast. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich ihn gern in meiner Nähe behalten, damit ich seine Präsenz deutlich spüre. Ja, sicher kann er behalten. Oh, wir haben eine Krone bekommen. Wenn ich nicht beschäftigt bin, meine Gina zu versorgen, signiere ich vielleicht später eine Erinnerung aus vergangenen Zeiten. Okay, cool. So, was braucht er? Auch so eine Schale Kongnie oder wie der sich das nennt. Ich frage mich, ob es in dieser Bibliothek ein Buch über das Jonglieren gibt. Okay. Voll cool. So, wo ist denn die Jaina? Gina, so. Ja. Ich habe die Ruinen besucht. Ruinen besucht. Und was sagst du? Wie können wir sicher sein, dass das stimmt? Die Strömung ist gefährlicher, als ich dachte. Es ist nicht etwas extrem, jegliche Verwendung der Strömung zu verbieten. So einen Fehler würde ich niemals machen. Ich weiß leider nicht mehr, worum es ging. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber so einen Fehler würde ich nie machen.
Ich frage mich, ob die alten Menschen das auch dachten. Schließlich geht niemand davon aus, das einmal eine Apokalypse auszulösen. Daran muss ich jedes Mal denken, wenn ich eine neue Ruine betrete und glaube nicht, dass die alten Menschen gierig waren oder unwissend. Na, gierig sind die Menschen auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben nur einen Fehler gemacht. Einen Fehler, den wir alle machen könnten. Das stimmt, es macht halt jeder Fehler, aber man muss halt immer dazu stehen. Wir sind halt alles nur Menschen und keine Maschinen, wa? Darum hat der Orden das Studium und die Verwendung der Strömung verboten. Okay. Mit der Ausnahme von sehr kontrollierten Umgebungen. Der Orden? Naja, der offizielle Name lautet Vereinigter Orden der Republik Palia. Aber das ist ganz schön lang, deshalb wird er von allen nur der Orden genannt. Okay. Es ist seine Aufgabe, die Verwendung der Strömung in Palia zu regulieren. Und wenn man gegen ihre Regeln verstößt, ist es auch die Aufgabe, das zu untersuchen und entsprechend zu bestrafen. Der Orden klingt streng, der Orden klingt unerlässlich, der Orden klingt eher so wie die. Ich sag's jetzt nicht, das wäre zu politisch. Er kann etwas einschüchternd sein. Also ich habe jetzt gerade gedrückt, dass er ganz schön, die erste Antwort, dass er ganz schön streng ist, der Orden. Er kann etwas einschüchternd sein. Ich hatte nicht allzu oft mit ihm zu tun. Normalerweise fülle ich nur ein Formular aus, bekomme einen Brief zurück, in dem mir mitgeteilt wird, dass meine Anträge abgelehnt wurden. Also streng ist nicht falsch. wie dem auch sei, du hast der Erwartung an dich, mehr über die Vergangenheit zu erfahren, als erfüllt. Ich werde Esche davon in Kenntnis setzen. Okay, wir plaudern noch ganz kurz mit ihr. Wir gucken, ob wir ihr was geben können. Nein, können wir nicht. Und ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Tipptopp. So, jetzt gucken wir nochmal. Dip, Esche, die hat auch. Was hat die? Achso, cool, die hat mal die Auster gegeben. Ah, die hat noch irgendwie was. Jaina, die war. Ach, auch so ein Kongnir. Wow. So, weiter geht's. Wir gehen zu Ashura. Glaube ich, oder? Wer ist am nächsten dran? Nee, der Ashura ist auf jeden Fall am nächsten dran. Ach, der hockt wieder hinter der Bar und gibt aus. Hallo, ich habe dich beim Sammeln gesehen. Ich weiß, dass du inzwischen verzauberten Bäume bemerkt hast. Ja, stimmt. Dieses lilane Holz hatte ich ja durch so verzauberte Bäume gekriegt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte euch sogar einen gezeigt. Und ja, waren vorhin eine Gruppe von 6, 7 Mann oder sowas. Die waren halt ausgestattet mit der besten Axt. Und da war das halt eine Sache von Sekunden. Da haben die das niedergemacht, das Holz. Und ich habe einfach daneben gestanden und einfach noch mit eingesammelt. Genau. Die Bäume wachsen in Windeseile nach und können nur gefällt werden, wenn du sie mit ein paar anderen Holzfällerkollegen gemeinsam schlägst. Ja, genau. Wenn du es schaffst, einen zu fällen, kenne ich da eine geheime Methode, sie zu Brettern zu verarbeiten. Ja, gib hier. Oh, 2000. Gottes Willen. Genau, edle Axt. Palium habe ich auch gesammelt. Hatte ich jetzt zwei, drei gefunden. Solche Vorkommen und von daher, das war auch ganz nett. Genau, ach so, Inventar, genau. Nee, für ihn haben wir nichts. Schade. Esche hat 100 Meter und der hat 102 Meter und der ist 200 Meter. Nee, wir gehen zu Esche erstmal. Ja, die steht bestimmt hier wieder an der Brücke, kann das sein? Hier links. Nee, da drüben läuft sie. Von daher alles gut. Genau. Make your case Mach quickly. schnell. Ich habe die fehlende Zeitung gefunden. Ich habe großzügig. Ja. Ich habe jetzt also den Brief genommen, dass ich den. Also die zweite Variante. Ein paar davon sind vielleicht noch zu retten. Tau schuldet dir einen großen Dank. Ich schulde dir wohl eine Bezahlung für den Job gut gemacht. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was wir bekommen haben. Schön. Ich habe meine Großzügigkeit unter Beweis gestellt. Die Bewohner der Stadt haben mir berichtet, dass sie sich sehr über deine Geschenke gefreut haben, anderen zu helfen. Coole Sache. Genau.
Einmal noch ganz kurz quatschen. Ihr hatten wir Austern geschenkt. Gut. Sie möchte nichts mehr. Das ist tipptopp. Wir gehen hier. Wartet mal. Wir haben nämlich noch was bekommen gehabt. Quests. Alles Gute zum Einzug. Den pinnen wir auf jeden Fall noch an. Was? Verloren im Wind, suche nach 3 Rezept. Resten für Aviko Schapka. Schapper. Mhm. Ah, okay, deswegen hatten wir das gefunden. Ah, okay, untersuche den Schrein, in dem du gefunden wurdest. Besuche die Kasse in Jelslan. Vielleicht ein bisschen. Liefere den Brief nicht. Liefere den nicht abgeschickten Brief aus oder bring ihn zurück. Genau, finde heraus, wer H&T ist. Also. Ah, okay, cool. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall die 3 noch zu machen. Ja, Phönix Schrein, das machen wir dann später. Ich muss euch aber auch ganz ehrlich sagen, dass das Farmen mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube aber, wir müssen erstmal reparieren ein bisschen was. Ja. Müssen wir auf jeden Fall. Wer ist denn du? Hat sie irgendwas für uns? Lass mal plaudern auf jeden Fall. Gut. Nö, wir haben auch nichts für sie. Schade. Hat so Anui sie... Achso, das ist die Mutter von dem Anui, genau. Ja, zu dem müssen wir dann nachher auch nochmal. Ken Lee müssen wir hin. Aber Anui und... Badru? Genau, Badru. Die holen wir uns dann auch gleich. Wir gehen auch auf jede Fälle auch zu beiden. Oh, hier sind Apfelbäume. Können wir die... Schade. Das ist natürlich echt schade, dass wir die nicht abholzen können, denn ich wollte nämlich auch mit Äpfeln arbeiten. Oh ja, ha. Alodri. Ja, Hadori. Hadori heißt er, glaube ich. Der ist auch da, das ist super. Nee, mit dem wollen wir nicht. Wo ist denn der Batu? Ist der unten? Hier? Nee, hier ist bloß ein Ausgang. Ach, hier steht er doch, der Badru. Oh, hallo Elbo, sag mal, hast du jemals gefragt, ob du die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen hast? Ja, auf jeden Fall. Aber die Antworten passen nicht. Nö, die ganze Zeit. Ich lebe im Augenblick. Ich zweifle nie selbst an mir. Schwierig. Ich zweifle nie selbst an mir. Nein. Ich frage mich, wie sich das anfühlt. Ich muss zugeben, ich beneide dich um dein Selbstbewusstsein. An Tagen wie diesen scheint alles Banane zu sein. Danke, dass du vorbeigekommen bist, aber ich sollte jetzt lieber weiterarbeiten. Auf dem Hof hat man immer alle Hände voll zu tun. So sehr ich mir eine Pause wünsche. Genau, wir haben eine großartige Ernte eingefahren. Ganz kurz einmal mal so durchweg. Beliebiges Insekt. Oh, okay. Was brauchen wir dafür? Okay, eine höhere Stufe wird benötigt. Gut. Rezepte erstmal. Nee, wir haben gar nichts weiter. Schade. Schokolade. Der die Pflanzenqualität verbessert. Nee. Sehe ich jetzt den Sinn noch nicht ganz da drin. Achso, Schelmklasse. Wir haben jetzt gar nicht geplaudert. Ah, ich habe gedacht, wir haben geplaudert. War nicht ganz so schlimm. Regenbogenforelle will er haben, okay. Achso, da wollte ich jetzt nicht hin. Nee, wir holen uns jetzt das Feld nicht. Das hole ich dann irgendwann später. Und der wollte eine Regenbogenforelle. So, Anui. Da hinten irgendwo komme ich hier raus. Nee, schade, Schokolade. Zurück zu Ken Lee, genau. Zurück zu Ken Lee ist einfach das, dass ich die Dings alle abgeschlossen hatte, dass ich die Geschenke geholt habe und so weiter und so fort. So, erstmal plaudern. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich bin total froh, dass du die hohe Kunst des Insektenfangen gelernt hast. Aber du wirst mehr Werkzeuge brauchen, wenn du mit mir mithalten willst.
Wie im Insektenfreunde-Handbuch steht, wenn du dich mit den großen Ormus herumtreiben willst, musst du die Hörner haben. Warum schaust du dir nicht die neuen Waren an, die ich auf Lager habe? Ich wette, sie werden dir gefallen. Okay. Rezepte. Der Rest interessiert mich nicht. Das kaufen wir auf jeden Fall. Ah, und hier wird halt eine höhere Stufe benötigt. Grünen Rauch, der dich 10 Minuten lang vor der. Okay. Ist natürlich auch cool. Surrendes Glas. Ah, okay, cool. Es ist auch noch ganz schön spannend mit der, dass man die. Achso, der will eine Blattgrille haben, haben wir nicht. Bye-bye. Dass man hier so viel halt machen kann. Wo ist das? Achso. Auf zurück zu Ken Lee. Ich weiß jetzt gar nicht, konnte man bei Badru. Oh, hier hinten hat jemand ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Dann gehen wir doch da mal hin. Oh, can I help you? Oh, du musst neu im Dorf sein. Ich heiße Naio. Meine Familie bewirtschaftet den Dyerhof drüben im Westen von Kilima. Wenn du jemanden brauchst, der dir die Scheune zeigt und dir beibringt, wie man auf einem Rifok reitet, bin ich der Mann. Ich bin auch gut darin, schwere Sachen zu heben, falls du dabei einmal Hilfe brauchst. Ach ja, hier noch eine Karotte. Oh, cool. Für Zuckerfuß. Gib ihn voll. Und du wirst dein bester Kumpel sein. Ah, okay, cool. Manchmal, wenn ich im Gast noch vorbeischaue. Saftiges Steak. Ach so, Mujin-Fleisch. Was ist Mujin-Fleisch? Das kann ich mir bloß vorstellen, dass das hier diese Art Wölfe sind, in der Bahari-Bucht. Dann komm her. Noch wer was? Hey, ich wollte später vorbeikommen, oder jetzt bist du hier. Ich komme vielleicht trotzdem vorbei, um einfach meine Beine ein bisschen zu trainieren. Jedenfalls habe ich mich gefragt, ob du vielleicht meinem Papa einen Gefallen tun könntest. Und fragt er nicht selbst? Natürlich, mir hat einen Gefallen, wir sind super. Super, vielleicht wird ihn das aufmuntern. Papa hat früher oft in der Scheune Laute gespielt, aber in letzter Zeit höre ich gar nichts mehr. Ich dachte, vielleicht ein Finger verrenkt hätte oder so. Aber das habe ich gefragt und er meinte nur, er hätte Besseres zu tun. Okay. Da scheint irgendwie was zu sein. Ich verstehe das nicht. Papa liebt das Musizieren und seit er aufgehört hat, wirkt er recht deprimiert. Sogar die Ormus bekommen schlechte Laune. Ich dachte, wenn ich ihm eine neue Laute baue, regt die ihn vielleicht dazu an, wieder zu spielen. Meinst du, es könnte mir vielleicht Material dafür besorgen? Ja, warum nicht? Genau, wir sollen halt nichts weiter erzählen. So, was hat er denn? Was hat er denn? Badrus Blues. Kernholz. Seidenfaden. Seht ihr, ich hab doch gesagt, wir brauchen bestimmt Seidenfaden. 7? 9? Oh, hier steht eine Truhe. Mitnehmen. Einsacken. Oh, Rauchbomben und sowas gekriegt. Wir können dem gar keine geben. Schade. Dann essen wir sie selbst. Die futtern wir auch. Dann passt das so. Das nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Genau, es sind halt auch überall immer wieder Edelsteine drin, was halt echt cool ist. Da vorne ist auch noch ein Dings mit Kupfer. Schade ist natürlich, dass man sich halt nicht nur drehen kann. Man läuft halt weiter geradeaus. Und man dreht sich halt so in die Richtung. Was halt so ein bisschen komisch noch, aber alles okay. So, hier das Kupfer nehmen wir noch mit. Dann gehen wir jetzt schnell zu Ken Lee. Geben da die Quest ab. Haben wir jetzt eigentlich auch schon Punkte gekriegt? Nein, schade. Jetzt müssen wir auch noch Schreine besuchen. Dass wir die anbeten oder was auch immer und dann unsere Dingspunkte, die wir mal kriegen hier, diese. Wie heißen die jetzt? Ansehenspunkte, dass wir die halt eintauschen gegen Fokuspunkte. Oh, da nicht rein. Wollen hier so lang weiter. Achso, können wir erstmal schnell reparieren gehen. Top.
Dass wir hier vorbeikommen. Alle reparieren? Ja. Wollen wir. Oh. Komm ich hier nicht rüber? Doch. Was war das? Achso, das war der Dings. Genau, hier so ein Wegpunkt. Die habe ich auch echt oft genutzt. Kenyatta? Braucht die was? Ah, Knoblauch. Okay, gut. Hassian heißt der Typ, der da vorne, der vorhin da war. Müssen wir jetzt hoch? Nein. Ich habe ein paar Einweihungsgeschenke überreicht. Gut, gut. Geschenke sind die beste Art, andere kennenzulernen. Natürlich hat jeder seinen eigenen Geschmack. Esche möchte immer die schönen Dinge im Leben. Meine Güte, wie viele Geschenke ich ihr gemacht habe, als ich auf den Hof hier gekommen bin. Oh, durch dich haben sich alle willkommen gefühlt. Ich bin immer noch nicht sicher, was du magst, aber das Mindeste, was ich tun kann, ist, eine Kleinigkeit zu schenken. Okay. Das ist schön, dass er uns auch was geschenkt hat. So, haben wir was bei, was er braucht? Nein, leider nicht. Was haben wir gekriegt? Austernfleisch. Gegrillte Auster. Voll cool. Zu Najuma müssten wir. Gehen wir erstmal schnell wegbringen, alles hier war. Das, was wir hier haben. Nee, wir gehen erstmal zu Najuma. Najuma. Ihr wisst schon, wen ich meine. So. Schnellreise. Da haben wir mal hin. So, da sind wir auch in der Bucht gelandet. Wir müssen jetzt bloß mal gucken, wo sind die alle? Warum sind die so weit weg? Ach, weil ich in den Stallungen gelandet bin. Was ist denn das? Pulswasserebene. Okay. Ah, das hätte ich wissen müssen. Aber nicht so schlimm. Können wir eigentlich normal reisen? Pulswasserebene. Ich habe nämlich keine Lust, bis dahin zu gehen jetzt. Ja. Dann springen wir doch ganz einfach mal dahin. Wären wir mal lieber gelaufen. So, aber so wirklich. Die Dings, die ich eigentlich suche, die, wie heißen sie denn, die, Tiere? Hier, diese Wolfsverschnitte, sag ich jetzt mal. Die sind irgendwie nicht hier. Ich weiß, dass ich die schon mal gesehen habe. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, wo das jetzt auf der Switch war oder ob das hier auf dem Computer war. Ich bin mir da nicht sicher. Aber wenn man genug sucht, dann wird man die auch noch finden. Hier in Najuma. Oh, hi. Genau, hier. Hast du alles für den Gleiter? Oh, wir haben den Gleiter bekommen. Juhu. Genau. So, wie können wir jetzt den Gleiter nutzen? Kriegen wir dafür jetzt nochmal was? Ah, okay, nochmal. Springen, okay. Also, so, zack. Und schon können wir gleiten. Coole Sache. So, ab zu Hassian. Bist du hier? Hodari. Oh. Ach, ich wollte mit dem reden. So. Genau. Was hat er im Angebot? Reparaturstation nehmen wir. Die Barren nehmen wir und die Goldbarren auch. Dann bloß noch. Ich weiß aber nicht, ab welcher Stufe wir das bekommen. Erzkompass. Okay. Ermöglicht es dir, 15 Minuten lang eine Schiffstelle aufzuspüren. Ah, okay. Coole Sache. Also müssen wir Bergbau auf jeden Fall machen, dass wir dann ziemlich schnell auch daran kommen. Wir haben irgendwoher eine Koralle bekommen. Von wem haben wir jetzt die Austern und Korallen bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Weil ich es nicht gesehen habe. Genau. Ist das dein Brief? Nein. Bist du dir sicher? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so sicher. Also war verdammt sicher. Okay, cool. So. Hast du noch was jetzt im Angebot für mich? Nein. Irgendwie hier was? Nein. Die Münzen hatte ich gesehen. Die bekommt man ab der Stufe 10.
Und Abschluss von wöchentlichen Herausforderungen verdient werden. Genau. Also ab Stufe 10 bekommen wir irgendwie diese Münzen. Aber ich weiß halt leider nicht genau wie. Aber das kriegen wir raus. Deswegen spielen wir hier auch ein bisschen Palia. So, wir können mal gucken, dass wir hier irgendwo die Austern haben. Hier so. Ach, nur Austernfleisch bekommen. Schade. Nur Fleisch bekommen. So, bekommen wir hier dann noch irgendwo ein bisschen Eisen zum Beispiel. Das wäre halt echt genial. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir questen hier heute einmal durch. Alles. Knoblauch sollten wir auch suchen, wa? Vorne ist das nochmal Eisen? Hier unten stand er. Ja, Udari. Nee, Hassian. Genau. Du bist ja gut. Bringen wir schnell hinter uns. Naja. Gut, okay, dann bringen wir das schnell hinter uns. Ist das dein Brief? Das hier, wo hast du ihn gefunden? Genau. Ich verstehe, sie hat ihn nie gelesen. Ich verstehe. Genau. T an T in Liebe H. Doch hatten wir ja. Nee, wir hatten ja den Hadori, Haidari. Oder wie der heißt. Ich kann mir die Namen echt nicht merken. Dachte ich eigentlich, dachten wir. Ja, genau, dachte ich, dass das der ist. Tisch war klar. Aber ich dachte eigentlich, dass es der andere ist. So, pflanze 5 wilde Bäume auf deinem Grundstück. Okay, das kann man machen. Ist gar nicht so das Problem. Quests erstmal. Verloren im Wind. Rezeptresten. In der Bahari-Bucht. In der Nähe des Staudengartens. Okay. Wird uns das angezeigt nochmal? Nein, schade nicht. So, wo ist der Staudengarten? Dip, dip, dip. Staudengarten ist da. Also. Zur Korallenwüste, zur Korallenküste, so. Korallenküste. Ich weiß, das ist ein bisschen verschwenderisch vom Geld. Als wenn wir selbst laufen. Aber ich sammle ja nachher wieder ein bisschen was. So, dass wir jetzt halt einfach ein bisschen schneller auch vorankommen. Hier laufe ich meistens auch immer durch, kurz. Hier vorne blinkert irgendwas. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Könnte eine Auster sein. Ist auch eine Auster. Genau, die tue ich dann halt immer auseinanderpacken und dann aufbrechen. Auseinanderpacken. Aber mich stört jetzt der Dings. So. Markieren uns das so. Fertig aus. Das war dann da hinlaufen. Und. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, dass ich immer wieder hier auch langlaufe, mir alles hier ein bisschen genau angucke, ob da was ist da hinten. Das sieht also aus, als ob da was liegt. Auch wenn es nur ganz klein ist. Nee, sah es nicht. Schade. Weil das bringt halt immer. Das bringt halt auch immer wieder gutes Geld. Was heißt gutes Geld? Natürlich, die Edelsteine bringen auf jeden Fall mehr Geld, aber so für jetzt nicht immer ganz fix durchlaufen, gucken, ob hier irgendwas ist. Zum Beispiel auch, wie gesagt, die grünen. Ach, die. Huch. Ist das so tief hier? Oh, da ist sogar ein Zettelchen. Den habe ich gar nicht gesehen. Immer so. Chapin ist dafür bekannt, rau und wild zu sein. Ähnlich wie es die Veranlagung meines jetzigen Arbeitgebers. Aber ich finde, mit ein wenig Liebe und Sorgfalt kann man das gröbste Stück Wild hergestellt werden. Kann auch das gröbste. Okay. So, jetzt haben wir schon zwei gefunden. Also fehlt nur noch einer. Den da oben nehmen wir mal mit.
aus der Tierhaut lässt sich nämlich das Leder herstellen. Aber das hatte ich euch ganz am Anfang gezeigt. Genau. Aber wir werden erst einmal hier eine kurze Pause einlegen. Und dementsprechend sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Da werden wir hier ein bisschen weitersuchen, die Rezeptreste. Und werden mal gucken, dass wir irgendwie unsere, unser Fokus nach oben gepusht kriegen. Und vielleicht, wie ihr seht, schaffen wir es vielleicht auch hier, Jagd auf 6 zu bekommen, dass wir vielleicht nochmal einen neuen Bogen bekommen. Und ja, Möbel müssten wir halt herstellen, aber habe ich. Ich habe dafür einfach gar kein Interesse, Möbel herzustellen. Das tut mir halt auch wirklich leid. Auch wenn ich gesehen habe, dass ziemlich viele sehr schöne Häuser gemacht haben. Genau. So sieht es erstmal aus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.